So, wie gesagt, da sind wir wieder. Gestern sind wir ja genau hier stehen geblieben. Und hier machen wir auch gleich weiter. Ich hoffe, dass mit dem Ton alles wieder passt. Eigentlich habe ich nichts verändert, aber man weiß ja nie. So, eigentlich müsste es soweit passen. Gestern sind wir ja genau hier stehen. Genau, es passt eigentlich. Gut, wie gesagt, wir starten hier weiter mit dem Kampf Son Goku Super Saiyan gegen Freezer Full Power. Und dann schauen wir doch mal. Das Spiel ist ganz schön laut auf einmal. Ja, die anderen sind ja mittlerweile auch auf der Erde zurückgegangen. So, diesmal sind wir aber nicht im Funken. Oh. Oh, okay. Haha, haha. Ah, das ist aber eine coole Animation, ne? Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Was, schon wieder? Oha. So, erstmal ein Körpertreffer. Ach komm schon. Digi. Alter Schwede, was hat er denn drauf? Okay. Oh, ich sehe gar nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist um. So, okay, ein bisschen hat er noch. Okay, ja, moin. Shorty, sagen wir einen guten Abend, Shorty. Hi, Saiyajin Karasu, wie geht's? Mir geht's eigentlich ganz gut. Heute ist schon... Ach so, den müssen wir... Ach, okay, denn beim ersten Mal konnte man den aufhalten. Beim zweiten Mal geht das nicht. So, jetzt aktivieren wir noch unseren Funken schnell. Und dann schauen wir doch mal. Ja, genau, durch den Felsen. Oh, es reicht nicht, ne? Oh, hätte Genki Dama nochmal, aber diesmal ist es. Oh, wo ist er denn? Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich muss ausweichen. Ah, okay. Okay. Wie oft kommt denn die Scheiße noch? So, diesmal müsste es aber gewesen sein. Heute ist besonders, Chris ist auch dabei. Wo ist Chris? Wo ist denn Chris? Den sehe ich gar nicht. Auf alle Fälle, guten Abend erstmal an alle. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob das ein S war. Nee, ein A nur. Okay, ja, das war ja auch sehr witzig in der Serie, ne? Als er sich dann selbst da durchgeschnitten hat. Ah, zeigen sie wieder nicht. Zeigen sie natürlich nicht. Oder? Doch. Aber so ein Ding muss doch ihn treffen. Theoretisch war es doch so. Nee, auch okay, jetzt kommt's. Ah, okay. Durchgesäbelt. Wie kann das sein? Aber wie haben sie diese Szene mit reingemacht, ne? Ich
なんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。Da hat Freezer das erste Mal gebeten, ne, oder gebettet um sein Leben. Und was macht Freezer? Nutzt es gleich zum Angriff. Hey, Tishak Mabeng. Mabenga. Ja, Tishak Mabenga. Wo kann man es kaufen? Also kaufen kannst du es eigentlich überall. Bei Steam, bei Epic, bei Amazon, bei sonst. Also das Spiel kannst du überall kaufen. Ich habe es jetzt für PC gekauft. Also ich habe die PC-Version. Ach, da ist Vegeta. Da ist er ja, Chris. Ich bin hier, was los? Da ist er ja. Da ist er ja, der Chrissy. Ja, das eine haben wir leider nicht auf S geschafft. Schade eigentlich. Aber egal. Vielleicht kann man die ja noch nachspielen und dann nochmal auf S machen. Auf alle Fälle müssen wir jetzt erstmal hier vom Planeten runter. フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し。あ、ich muss sagen, auf YouTube hängt jetzt extrem hinterher, ne? Also dieses das Bild. Das hat ja richtig krasse Verzögerung. Ja, und ich, jetzt fangen wir nämlich auch die Cyborg-Saga an. Da freue ich mich auch mega drauf auf den Trunks und alles. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr gelungen, muss man sagen. Auch mit den ganzen Drumherum und alles. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir haben ja noch einiges vor uns. Jetzt kommt erstmal die Cyborg-Saga und dann kommt ja die Buu-Saga, das auch nochmal richtig geil wird, also diese Buu-Saga. Und dann geht es ja weiter in den ganzen Nebenmissionen, was wir alles noch machen müssen. Jetzt haben wir natürlich erstmal diese Episodenübersicht wieder. Freezer kommt ja auch und so. Das sehen wir ja gleich alles. Und das Trunks. Ja genau, das war eine schlechte Ausrede, siehst du? Shorty hat es nämlich auch erkannt. Du lügst, Christoph, du lügst. Ja, auch gegen die ganzen Cyborgs, ne? Es wird nochmal richtig geil. Und auch Vegeta eigentlich als Super Saiyan. Nein, sagt er. So, weiter der Kampf um die Zukunft gegen den Cyborg-Schrecken.
wieder richtig gut übersetzt, muss ich sagen. So, Errungenschaft freigeschalten, kein Herrscher mehr. Genau. Karso, du Petze. Alles gut, das war mit Spaß gemeint. Ja, ich weiß doch, alles gut. Außerdem bin ich doch keine Petze. Du hast nicht gesagt, dass ich das nicht sagen darf. Also ist es keine Petze. Einige Tage später, nachdem Namek die Erde verlassen hatte und in Son Gokus Haushalt, war wieder Normalität eingezogen. Gohan-chan, benkyou wa sus... Ach, die Alte immer, ne? Immer nur mit Rechnen. Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben. Mal, ich bin ja wieder da. Muss mal groß. Muss mal auf Toilette. Nein, Quatsch, muss er natürlich nicht. Vor allen Dingen, die haben jetzt auch alle ihren Walkie-Talkie im Ohr, ne? Das ist auch sehr interessant. Bulma auch noch am Start. Alter, wir können jetzt die Dragon Ball suchen. Krass, wir können jetzt die Dragon Ball suchen. Das ist ja geil. Das freut mich. Dragon Balls Wünsche. Dragon Ball Wünsche 1. Die Dragon Balls sind mystische Kugeln, die alles gewähren, das sein Herz begehrt. Sobald du alle 7 gefunden hast, kannst du dir Dragon Balls Menü einen Wunsch erfüllen lassen. Hierbei kann es sich um seltene Gegenstände oder eine große Menge Z-Kugeln handeln. Du hast aber auch die Möglichkeit, bereits besiegte Gegner wiederzubeleben und zu verstärken. Doch die Zeitpunkte, die denen Wünsche erfüllen lassen kannst, ändern sich im Verlauf dieser Geschichte. Dragon Balls und Wünsche 2. In der Hauptstory gibt es Grenzen, die Wünsche aber einen den Unterbrechenden gelten diese Grenzen nicht. Du kannst dir so viele Wünsche, wie du willst. Allerdings sind Dragon Balls, nachdem du dir etwas gewünscht hast, vorübergehend nicht verfügbar. Sie werden erst nach 20 Minuten in die echte Welt wieder verfügbar. Also man muss immer... Man muss... Die mit ihrer Scheiße. Also wir müssen immer... Okay, wir können jetzt unsere Gruppe auch bearbeiten. Also man kann immer nach 20 Minuten wieder... am Start sein. Also auf alle Fälle nehmen wir Vegeta mit. Das ist ja wohl logisch. Und dann Piccolo. 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 Ich würde... Aber den kann man nicht tauschen, ne? Ah, doch. Man kann wirklich tauschen. Lol. Das ist ja cool. Man kann tauschen. So, spielst du Fortnite? Nein, leider spiele ich kein Fortnite. Nein, nein. Fortnite ist nicht so mein Ding. Also Fortnite wirst du mich nicht sehen. Ich spiele ab und zu mal Apex. Apex Legends. Aber Fortnite leider nicht. Ist nicht so mein Genre. Oh, nicht genügend Z-Kugeln. Das ist ja der Hammer. Das ist das erste Mal, dass wir nicht genügend Z-Kugeln haben. Ja, ja. Kommt immer wieder was dazu. Vernichtender Angriff. Stufe 2 ist es aber schon. Ja, wir müssten jetzt wahrscheinlich auch ein paar Kugeln sammeln. Genau, jetzt haben wir Vegeta. Oh, guck mal, das ist Piccolo. Ja, moin. Piccolo ist am Start. Schüssel am Missel. Aber ich glaube, wir müssen sogar, ne? Oh, der hat auch noch das bescheuerte T-Shirt an, ne? Das ist ja auch schrecklich. Er hat auch noch das bescheuerte T-Shirt an. Das war so bescheuert. So, was ist hier los? Upsala. Wer ist denn das? Ach so, hier, Cybermänner machen Ärger, ja? Lass mal die arme Frau in Ruhe. Koshi Kochi. Ich will dich doch retten. Och, toll. Wir müssen... Ach, okay. Man kann nur einige Missionen anscheinend machen, wenn man diese Charaktere wechselt. Und dann ereignet sich erst diese Geschichte. Ah, siehst du? Es geht nur, wenn man Son Gohan spielt. Lol. So, was haben wir denn noch? Jo, okay. Guten Abend. Ey, der Slider ist auch am Start. Ey, oh, Leute, was ist denn heute los? 9 Leute bei YouTube. Ja, wie viele hier sind? Charmeur sagt es auch nochmal gerade. Heftig. 9 Stück am Start. Freut mich natürlich mega. Ist ja logisch, ne? Na, komm schon. Yeah!
So, den ersten haben wir schon mal. Na, reicht nicht, ne? Reicht nicht. So, den haben wir aber. Aber die sind halt jetzt schon ein bisschen stärker, ne? Also die haben Stufe 32, ne? Wir mögen dich halt. Ah, danke, danke, Christoph. Danke, danke. Du bist der Beste. 10 Leute am Start jetzt schon. Mensch, Leute. Das freut mich ja mega. Anno 100. Anno 118, 20. Ein neues Rezept. So. Haha. Schicke Ohrringe, siehst du? Wir haben jetzt schöne Ohrringe. Wie geht's? Wie steht's, Christoph? Ja, Christoph war schon lange nicht mehr da, ne? Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Der hat schon ewig... Hat er sich auf sich warten lassen. Ich suche eigentlich... Ah, da oben ist das. Genau, das habe ich auch gesucht. So, dann sammeln wir mal ein paar grüne... Wir brauchen eigentlich blaue, aber... Naja. Ist erstmal egal. Hauptsache sowieso erstmal Kugeln. So. Gut, wir schauen mal denn auf der Karte, was wir denn hier machen können. Wir haben auf alle Fälle noch ein paar Türme am Start. Und dann, da, ah, da hinten, da ist ein Dragon Ball. Den holen wir uns. Hoppsala. So, den holen wir uns erstmal. Leute, den holen wir uns. Wir gehen erstmal hier rein. So. Dann sammeln wir hier noch die grünen Sachen ein. Also die grünen Z-Kugeln. Wie gesagt, die braucht man halt immer für seine Charaktere, um diese Attacken zu leveln und sowas alles, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Auf alle Fälle müssten wir auch nochmal gucken, Charaktere, wir müssen nochmal schauen, was wir denn Wissen haben. Wir haben nämlich hier noch Vernichtender Schlag und Killer-Kombo, enorme Kraft. 10% Schaden beim betäubten Gegner, okay, das ist ja jetzt unwichtig. Ah, Unterstützungsanzeige. Das ist natürlich auch gut. Ich muss sagen, hier ist es extrem kalt. So, dann holen wir uns den ersten Dragon Ball. Ich freue mich. Wie geht's? Spielst du GTA 5? Ja, GTA 5 habe ich jetzt auch für den PC. Nein, was ist mit die? Das Dragon Ball. Sieht doch gar nicht aus wie GTA. Nein, er hat ja auch gefragt, ob ich GTA spiele. Warum nennen mich alle Christian, Christina, Christoph, warum? Christina, sei ruhig. Das mit Christina ist wahrscheinlich nur spaßmäßig gemeint, ja. Du darfst nicht immer gleich, so nachtragend sein, ja. Du darfst nicht immer gleich, einfach mal chillig bleiben. Hier will keiner dir was Böses. So, da ist er jetzt zu Dragon Ball. Wird natürlich auch gleich bewacht. Ist ja logisch. Das ist klar. Oh, okay, der. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? So, okay. Ach so. Ein kleiner Roboter wieder. Aber die gehen ja alles noch, ne? Zwar krass, also sind halt viele. So, das war's aber auch. Ich glaube, ich habe hier Eisenerz gefunden. Auch wieder aufgestiegen. Hey Leute, das läuft ja richtig krass. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Erz sammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Super. Und dann holen wir uns den Dragon Ball. Ich bin gespannt, was wir